Hallo, ich bin die Sandra von Pferdeinsider.com und ich möchte mich heute mal mit dem wichtigen Thema beschäftigen, die natürliche Schiefe des Pferdes und warum es wirklich wichtig ist, dass man die versteht und dass man die auch korrigiert, beziehungsweise was ich häufig in der Praxis erlebe, zu welchen Problemen es kommen kann, wenn man sie eben nicht korrigiert. Die Schiefe des Pferdes wird leider meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Viele Leute haben schon mal gehört, es gibt Linkshohle, es gibt vielleicht auch Rechtshohle Pferde und jedes Pferd ist irgendwie schief. Aber wie schief ein Pferd ist und was es ausmacht oder was für Probleme auftreten können, wenn eben diese Schiefe nicht korrigiert wird, das berücksichtigen irgendwie viel zu wenig Leute und ich glaube auch viel zu wenig Fachleute. Ja, es ist nämlich ganz wichtig, auch als Therapeut oder Tierarzt, aber natürlich auch als Reitlehrer zu verstehen, dass die Schiefe des Pferdes, wenn sie nicht korrigiert wird, dass sie einfach zwangsläufig zu Problemen führt. Wir blenden euch mal einfach eine Grafik ein, die wir erstellt haben vom Pferdeinsider. Die seht ihr jetzt, was so diese ganzen Einflussfaktoren sind, beziehungsweise was eigentlich passieren kann, wenn man die natürliche Schiefe des Pferdes nicht ausreichend bearbeitet. Es kann eben ganz, ganz einfach zu multiplen Blockaden und Verspannungen kommen. Der Eldir zum Beispiel, der ist jetzt ein Pferd, das ist ein eher junges Pferd, was auch noch nicht so viel gearbeitet hat, was aber relativ schief ist. Es gibt so wie bei Menschen auch schiefere und weniger schiefe Menschen und so gibt es auch beim Pferd tendenziell ausgeprägtere natürliche Schiefe oder auch weniger ausgeprägte natürliche Schiefe. Und der Eldir zum Beispiel ist jetzt eher ein Pferd mit ausgeprägter natürlichen Schiefe. Und dadurch, dass er ein Islampferd ist, also ein Gangpferd, ist es auch ganz einfach festzustellen, nämlich weil er, wenn er seine Schiefe nicht korrigiert bekommt, dann trabt er auch nicht mehr. Das ist eine einfache Geschichte, weil Takt und Losgelassenheit gehören meiner Meinung nach immer zusammen, ist also sozusagen eine Stufe, die sich gegenseitig beeinflusst und eben eben wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist es natürlich so, dass das Pferd an Takt und Losgelassenheit verliert. Und ein schiefes Pferd ist niemals wirklich losgelassen. Ja, das schließt sich gegenseitig aus. Ich lasse ihn jetzt mal aus. Ich glaube, er mag lieber gehen. Er ist nicht so der videogene Typ. Ich zeige euch das mal ganz kurz, jetzt mal nur schematisch dargestellt. Wenn ich jetzt sozusagen als Pferd schief bin, das heißt, ich belaste eine Schulter mehr, ich habe die sozusagen ein bisschen hängen, und habe dann das Problem eben, oh, Nahaufnahme vom Eldir, das wird immer schnell verräumen. Also ich habe dann im Endeffekt das Problem, dass das Pferd einfach diese eine Schulter auch überlastet, dass diese Seite aber auch weniger flexibel ist und dass diese Seite einfach auch, wenn man das Pferd trainiert, immer wieder zu Problemen führen kann. Das heißt, das Pferd, wenn es jetzt zum Beispiel die linke Schulter als stärkere und damit auch festere Schulter hat, dann läuft es auf der linken Hand immer tendenziell ein bisschen nach innen auf den Kreis, egal ob beim Longieren oder beim Reiten. Und wenn ich rechte Hand reite, dann driftet es eben mit dieser starken Schulter nach außen, weil Pferde ja immer ihrem sozusagen Gleichgewicht und auch wirklich ihrem Gewicht hinterherlaufen. Ja? Also ich habe das Problem, die Gelenkachsen werden nicht mehr gleichmäßig belastet, sondern durch diese Schiefigkeit werden Gelenke schief belastet. Das sieht man sehr deutlich zum Beispiel, wenn man wenig gerade gerichtete Pferde longiert. Ja? Die hängen oft wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, ja? Die galoppieren schief oder können dann vielleicht auch gar nicht mehr galoppieren. Und es kann eben auch zu Widersetzlichkeiten und so weiter kommen, beziehungsweise dass das Pferd dann ausbricht oder auch tatsächlich davonläuft an der Longe und eben da Probleme verursacht. Das ist also ein wichtiges Thema, die Schiefe und damit auch die schiefe Belastung der Gelenke. Das wiederum kann natürlich auch eine vermehrte Disposition, also Neigung mit sich bringen zu Fesselträgerschäden, zu Sehnenschäden, aber auch zu Schäden beispielsweise der Hufrolle, dass diese sich durch diese schiefe und nicht elastische Belastung im Endeffekt schneller verändert, entzündet, dieser ganze Hufrollenkomplex. Ja. Es kann zu einer ungleichmäßigen Abnutzung der Hufe führen, zu einer ungleichmäßigen Ausprägung der Hufe. Wir sehen das ganz oft, dass ein Huf größer ist bei den Vorderhufen als der andere und dann eben flacher und die längere Zehe hat. Der andere ist steiler und enger. Wir haben also wiederkehrende Blockade-Neigung, Muskelverspannungsneigung und wir können natürlich auch wirklich Probleme kriegen
im Sinne von Schulterlahmheiten, also man nennt das dann immer diffuse Lahmheiten, die diagnostisch ja sehr schwer zu beurteilen sind von Tierärzten. Das heißt, alle möglichen Sorten von Lahmheiten, Arthrose-Neigung, Sehnenbänder, Knorpel, aber auch wirklich Hufveränderungen können wirklich häufig auf diese natürliche Schiefe zurückzuführen sein, genauso wie Rittigkeitsprobleme oder eben auch wirklich charakterliche Veränderungen. Das heißt, die Pferde werden stressig, sie gehen durch, sie lassen sich nicht longieren, sie werden vielleicht sogar aggressiv, das heißt, kommen mit Zähnen oder Hufen auf euch zu. Das können eben alles Probleme sein aufgrund der zu wenigen Bearbeitung der natürlichen Schiefe, aber auch aufgrund zu wenig Verständnis der natürlichen Schiefe. Ja? Und wir haben auf pferdeinsider.com auf der Plattform im Moment 2, aber demnächst noch viel mehr Produkte zum Thema richtiges Pferdetraining mit Gerd Heuschmann, mit Andrea Jenisch, mit einem Eberhard Weiß und auch mit mir, dass ihr wirklich versteht, wie trainiere ich Pferde richtig, dass sie gesund bleiben, dass sie leistungsfreudig bleiben, dass sie gerne mitarbeiten und dass sie sozusagen in ihren Bewegungen immer schöner, elastischer und damit auch wirklich gesund erhaltend trainiert werden können. Bis bald auf pferdeinsider.com, eure Sandra.